Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, der Origami King. Wo wir jetzt unsere Hände darauf errichten und es kaputt prügeln. Ein Sieg für alle. Das war mal nicht die letzte Luftschlange. Jo. Jetzt müssen wir nur noch zum Pilzpalast. Und unser Schnipselbeute wird natürlich jetzt größer. Grüne Luftschlange gelöst. Wir nähern uns dem Ende von diesem Spiel. Hat mich fast nur ein Jahr gekostet, dieses Spiel durchzuspielen. Ich glaube, es war echt ein Jahr. Ich muss wenn ich am Ende dieses Projekt bin, gucke ich auch nochmal nach, wann ich hier das hier angefangen habe. Das hast du wieder toll gemacht, Mario. Die letzte Luftschlange. Damit haben wir unser Ziel erreicht. Ich danke dir für all deine Hilfe. Ich weiß noch, wie du mich das erste Mal gerettet hast von der Wand im Pilzpalast. Seitdem hilft mir wirklich immer und immer wieder, die ganze Zeit. Ich danke dir, Mario, von ganzem Herzen. Ohne dich hätte ich all dies nie bewerkstelligen können. Ich hätte es nie zu etwas gebracht. Olivia ist etwas? Ach, ich bin einfach nur so froh, dass sie jetzt zum Pilzpalast gelangen können. Aber ich frage mich, ob es mir gelingen wird, meinen Bruder aufzuhalten. Kann ich ganz allein eine so große Aufgabe bewältigen? Hey, Zitronenfalter. Ja, dich meine ich. Dachtest du, wir überlassen die Sache einfach dir? Denk mal logisch. Mario muss die Prinzessin retten und ich... Ich kaufe mir Olli. Diesen Schmeißlockenfloh. Bin ich noch eine Abreibung schuldig. Wenn ich meinen Körper erstmal wieder zusammengesetzt habe, dann kann der was erleben. Genau, keiner macht ungestraft solche Sachen mit meinem Papa. Und mit mir auch nicht. Gebadet, geschnipselt, total fies war das. Also das Gebadet hat dir gut getan. Richtig, junger Herr, ich bin froh, solchen Eifer zu sehen. Nun zeigen wir diesem Niederling, was Bowsers Papierschergenherr so alles kann. Ich danke euch. Mit euch allen an meiner Seite kann ich es vielleicht schaffen. Olli, ich komme. Mach dich auf was gefasst, Bruder. Diesmal lasse ich mich nicht so einfach plattquetschen. Achso, wie genau kommen wir denn eigentlich zum Pilzpalast? Nicht verzagen, Bowser fragen. Das ist meine einfachste Übung. Dazu wäre nur ein winziger Arbeitsschritt zur Vorbereitung erforderlich. Und zwar, mich hier runter zu holen. Ja, wir sind ja schon dran, ne? Das tut bestimmt weh. So, und wie kriegen wir ihn jetzt auseinandergefaltet? Fein, zumindest geht's besser. Zumindest ein bisschen. Also sag mal, Bowser, wie sollen wir denn ins Schloss hineingelangen? Wo es doch oben auf einem Vulkan steht und so. Wegen des Plans, wie wir zum Pilzpalast kommen, vielleicht sollten wir kurz reden, mein König. Bappalapapp. Schnabelhalten, geplaudert wird später. Ich weiß genau, was wir für so einen kleinen Ausflug brauchen. Mario, Zitronenvater, zuerst die Vorbereitung. Mir nach, zum Lagerkämmerchen. Und das ist unten im Erdgeschoss. Ja, hier wird gespeichert. Falls wir die Möglichkeit haben, auszuwählen, ob wir jetzt direkt den Krieg starten wollen oder noch irgendwo hin wollen, dann nehme ich das, dass wir noch irgendwo hin wollen. Weil dann will ich vorher auf der gesamten Map, ich mache das wahrscheinlich auch offscreen, noch die 100% erreichen. Also, dass ich wirklich alles schaffe in den Gebieten. Alle Toads zu finden, alle Blöcke, halt alle Löcher. Dass ich all das noch eben mache.
So, die freuen sich bestimmt alle wieder, sie selbst sein zu können. Das ist mein Hund, der aus irgendwelchen Gründen wieder kläfft, falls ihr ihn hört. Ich bin mir da nie so sicher. Manchmal hört man die, manchmal nicht. So, kann ich einfach runter? Nö. Ach, er weiß einfach, was für eine Schlacht das war, wenn man hier langläuft. Ich muss schon sagen, das war wieder mal einer der schlimmsten Bossgegner von allen. Ich habe schon viele Bosskämpfe hinter mir und der war halt wirklich schlimm. Ich hasse diese Schere. Ich hatte auch noch einen anderen, den ich so massiv gehasst habe. Ich weiß aber jetzt gerade nicht welchen. Ich denke mal, im Bosas gemacht soll ich. Nee, doch nicht. Ach nee, wir wissen gar nicht, welches jetzt genau von Bosa ist. Hier sind die Cooperlinge. Die Coopers an sich. Das ist Kamex-Kammer. Bosa, wo genau willst du mich nochmal hinhaben? War es vielleicht auf der linken Seite? Aber schön, dass Bowser uns jetzt hilft. Und ich will nicht der sein, der das alles hier aufräumen muss, ne? Ja. Wenn ihr ein Problem habt, nutzt den Hammer. Hier vielleicht? Ja, hier. Mario, willkommen in meinem kleinen Lagerkämmerchen für den täglichen Oberschurkenwerksbedarf. Wenn du hier schon staunst, dann wart nur mal ab, was uns hinter der Tür dort erwartet. Normalerweise ist der Zutritt zum Hochsicherheitsbereich ja streng verboten, besonders für dich. Dabei habe ich ein Sicherheitssystem installiert, das eigentlich viel zu kompliziert für dich sein sollte. Dazu gehören die Säulen hier. Aber wie funktioniert das nochmal mit den Säulen? Los, Mario. Mach einfach mal was mit den Säulen. Ah ja, habe ich das nicht schon längst gelöst? Ja. Gut gemacht. Dieser Dilettant von einem Sicherheitsexperten wird später was zu hören bekommen. Na dann, Ausherren vor. Willst du dich nicht erstmal irgendwie entfalten lassen? Einiges Origami-Papier, ich traue meinen Augen nicht. Was genau soll das eigentlich sein? Geduld, Spitzkrönchen, das wirst du schon noch sehen. Mario Herger, du darfst wieder die Schmutzarbeit für mich machen. Los, mir nach. Okay, du läufst nach links, ich laufe nach rechts. Pam. Das ist Geld. Die Schnittschergen, die waren aber auch richtig krass. Da. Ja, warum verbietet er es euch wohl? Noch ein Knopf zum Drücken. Den linken Knopf da, den musst du für mich drücken, dann sind alle unsere Probleme gelöst. Drück ihn! Hab ihn gedrückt. Hab nicht gelesen, einfach drauf. Ah, das Schiff von ihm. Oh ja. Darauf sehe ich mich. Wie oft habe ich Bowsers Schergen dort platt gemacht? Seht hin und erzittert. Meine brandneue tip-top-moderne Superluftgaleere. Sieht toll aus. Und damit fliegen wir dann, ja?
Guckst du, Mario, was? Wahrscheinlich hätten wir dir damit mal so richtig das Fürchten gelehrt. Wobei, das können wir ja immer noch. Mach an Bord ein bisschen die Augen zu, ja? Ui, auf der Luftgaleere bist du also auch der Sauermeister, wie? Ich bitte dich, Olivia. Dies ist kein schnödes Putzwerkzeug, sondern ein Flug unter die Arcana Macht. Wobei das Deck tatsächlich dringend mal gefegt werden müsste. Platz da. Frei zum Dienst, Captain. Bobby, bist du das, Bobby? Wie kann das sein? Mario, kneif mich, ich sehe Gespenster. Wie kann es so viele Bobbys geben? Aber ich dachte, Bobby wäre fort, nachdem er mein Leben mit einem großen Knall gerettet hat. Kann es sein, dass du mich mit einem anderen Bob-Opfer verwechselt? Falls ja, nicht schlimm, sowas kommt öfter vor. Wir machen unseren Job und wenn der erledigt ist, ist der nächste Bob-Omb dran. Alles, was uns bleibt, ist diese Welt mit einem riesigen Knall zu verlassen, Tantchen. Ha. Na, wenn du das sagst. Ich würde mir einfach nicht so sehr den Knopf darüber zerknittern. Schön, dich wieder zu haben, Bobby. Und danke für alles. Es ist nicht Bobby. Schergen alle an Bord. Kurs setzen auf den Pilzpalast. Und ihr zwei, wenn ihr bereit seid, heißt Leinen los, nicht mächtiges Essen. Claro, die Kurvenlage von dem Kahn ist nicht zu verachten. So, ich mache jetzt hier einen Speicher, einen Punkt. Und das ist wahrscheinlich die kürzeste Folge, die ich hochladen werde. Weil ich mache jetzt hier für heute schon Schluss. Und werde jetzt offscreen mir wirklich nochmal die 100% holen. Also, dass ich wirklich in jedes Gebiet nochmal gehe und komplett die 100% mache. Also, es kann dauern, bis die nächste Folge kommt. Glücklicherweise habe ich ja noch Pikmin, das kommt nächste Woche. Dann kommen dann auch endlich die Versus-Folgen. Pikmin, da könnt ihr euch auf 6 Folgen insgesamt freuen. Wer von uns beiden gewinnt, also von mir und Sunny, das verrate ich aber nicht. Ich sag nur eins, es ist ein ziemlich knappes Duell. Und damit verabschiede ich mich jetzt auf jeden Fall. Ich weiß, das war ein kleiner Spoiler, aber ich habe ja nicht gesagt, wer gewinnt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.